Jo, Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder auf Bausucht. Und ja, heute würde ich euch gerne auf Stable Gold meinen Bot zeigen. Und ja, das dient halt auch so ein bisschen als Tutorial-Video, denn der Bot ist ein bisschen umfangreich geworden. Und deswegen, ja, würde ich euch gerne einmal alles zeigen. Und die, die es halt nicht sehen wollen, ja, die können trotzdem gucken oder es auch lassen. Ja, ist mir eigentlich relativ egal. Und zwar findet ihr auf Citybuild Gold den Bot bei /phblocky der Bot. Und ihr könnt den Namen halt tabben, wenn der Bot online ist. Und natürlich muss ich jetzt erstmal 15 Sekunden warten. Also würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn die 15 Sekunden vorbei sind. Okay, die 15 Sekunden sind vorbei. Und jetzt kann ich ja hier auf dem Grundstück halt sein. Und ihr seht, hier steht auch wichtige Beta-Phase, denn ja, ich habe den Bot halt neu programmiert und deswegen ist er jetzt halt in der Beta-Phase. Und hier steht halt auch ein wichtiges Schild, und zwar vor dem Spielen die Infos hinter dir lesen. Genau, denn hier hinten stehen noch mal ein paar Infos. Und zwar auch einmal Achtung, Glücksspiel kann jedenfalls süchtig machen. Oder nochmal wichtig, Glücksspiel kann süchtig machen. Das steht hier drüben dann auch nochmal. Und dann halt hier ein paar Informationen, wie man was erhält, dass sie mich zu nichts verpflichte, bla bla. Und dass der Bot nicht scammt und dass Bots auch gar nicht scammen dürfen. Könnt ihr übrigens im Bausuchtforum nachgucken. Bots dürfen nicht scammen. Ja, hier steht nochmal, dass er ein Beta ist. Und hier oben, ja, sehen wir halt schon mal mehr. Übrigens steht hier halt der Bot. Und zwar sehen wir da, okay, Bot-Befehle, Tutorial und Bot-Spiele. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach zuerst zum Tutorial. Und zwar gibt es dann hier einmal linker Gang YouTube-Tutorial und rechter Gang Schilder-Tutorial. Jetzt mal hier nach links gehen, dann ja, wird einmal halt gezeigt, wie man jetzt gerade dieses Video aufrufen kann. Deswegen steht hier, das Video ist noch offline. Und ja, wenn ich dann mal hier rübergehe zu den Schildern, da steht es einmal halt mit Schildern beschrieben, was man am Anfang wie machen muss. Hier hinten am Ende einmal, dass wenn man es immer noch nicht verstanden hat, man sich doch dann bitte dieses Video hier angucken soll. Ja, an sich ist es eigentlich relativ leicht sogar. Und zwar bekommen wir Botcoins. Und zwar gibt es ja so eine Art Spielmünzen. Und zwar kann ich mal MSG, Blockiert Bot, Ausrufezeichen, Coins machen. Wie viele Coins habe ich? Jetzt halt gerade habe ich 0 Coins. Wenn ich jetzt aber slash Pay Block Eater Bot und dann 10.000 mache, dann bekomme ich 10 Bot Coins gut geschrieben. Und wenn ich jetzt einmal Coins mache, ah, jetzt wiederhole ich mich, mache ich immer slash Coin, Ausrufezeichen Coins G, und dann sagt er mir, okay, ich habe 10 Bot Coins. Und ja, diese Bot Coins kann ich auch wieder umtauschen, wenn ich zum Beispiel MSG Block Eater Bot Ausrufezeichen auszahlen und dann zum Beispiel 5 mache, zahlt er mir 5 Coins wieder aus und dann gibt er mir also 5.000 wieder. Ja, seht ihr. Ja, er sagt mir, ich bekomme es wieder ausgezahlt und gibt mir 5.000. Und wenn ich jetzt natürlich gucke, habe ich noch einfach 5 Botcoins. Und ja, diese Botcoins kann ich mit diesem Ausrufezeichen Play-Befehl, der hier zu sehen ist, ja, verspielen halt im Casino. Und zwar gibt es hier drüben einmal die verschiedenen Spiele. Es gibt derzeit 4 Spiele, die es gibt. Ja, hier kommen halt später noch 2 Spiele eventuell. Aber auf jeden Fall fangen wir mal an mit dem Verdoppelspiel. Jetzt kann ich zum Beispiel MSG Block Eater Bot Ausrufezeichen Play machen und zeigt mir hier auch nochmal alle Spiele. Und zwar verdoppeln, Risiko, SSP und Pot. Jetzt mache ich mir einfach mal Play verdoppeln. Und dann sagt er mir auch, welche Beträge ich das machen kann. Ich würde sagen, wir machen einfach mal Play verdoppeln 5, würde ich sagen. Und gucken einfach mal, ob wir gewinnen. Und wir haben 5 Botcoins verloren. Dann würde ich sagen, kaufe ich mir nochmal 10. Und das war hier. Und dann spielen wir nochmal um 5. Und dann machen wir so noch wieder. Ich habe wieder verloren. Okay, noch ein drittes Mal um 5. Und okay, jetzt habe ich zum Glück mal gewonnen. Alles cool. Ja, ich würde sagen, ja, so geht halt das Verdoppeln spielen. Jetzt einmal das SSP-Spiel. Wenn ich jetzt MSG Block Eater Bot Ausrufezeichen Play SSP mache, sagt er mir auch direkt, wie das Spiel geht. Und zwar kann ich jetzt Ausrufezeichen Play SSP, dann gibt es die Beträge 100, 250 und 500. Das sind natürlich sehr teure Beträge. Da kann ich jetzt Schere, Stein und Papier spielen. Ja, die Sache ist halt die, ich denke, ihr wisst alle, wie Schere, Stein und Papier geht. Das heißt, ich hole mir jetzt erstmal hier Botcoins. Und zwar, ich würde sagen 100.000. So. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich aber Play SSP 100 und dann sage ich mal Schere und mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück. Okay, ich habe leider verloren, weil der Bot Stein wählte und ihr wisst ja alle, Stein schlägt Schere. Also habe ich in dem Fall verloren. Wenn ich jetzt einmal MSG Block Eater Bot Ausrufezeichen Coins mache, seht ihr auch, ich habe die Coins auch wirklich abgezogen bekommen. Ja, ich habe jetzt noch 10 Stück. Ja, ich würde sagen, wir kommen einfach mal zum Pot-Spiel, wenn ich jetzt MSG Block Eater Bot Ausrufezeichen Play Pot mache, dann sagt er mir auch hier, was ich machen kann. Und zwar gibt es einen Pot, den ihr übrigens mit MSG Block Eater Bot Ausrufezeichen Pot euch angucken könnt. Und derzeit sind 16 Botcoins im Pot. Und ja, ihr könnt halt um diesen Pot spielen, indem ihr einfach hier zwischen 5 und 50 Botcoins reinsetzt. Und pro Botcoin, den ihr reinsetzt, habt ihr eine 0,1% Gewinnchance. Das heißt, mit 50 Botcoins könnt ihr halt eine 5% Gewinnchance haben, also bis zu 90% hiervon zu bekommen, steht auch hier.
dass man 90% bekommt. Ich würde sagen, ich mache einfach mal Ausrufezeichen Play, Pot und setze einfach mal 5 rein. Und mal gucken. Ach, ich habe hier einen kleinen Bug, und zwar eigentlich müssen wir noch 5 setzen können, aber es geht gerade nur 6 anscheinend. Ja, genau. Und jetzt habe ich verloren. Schade, du hast 6 Podcasts mit einer Gewinnchance von 0,6000. Warum das auch so lang ist, weiß ich auch gerade nicht. Werde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken. Aber ich habe auf jeden Fall verloren. Und ja, wenn ich mir jetzt nochmal 2000 Coins. Ja, ich hole mir einfach direkt mal wieder ein paar mehr. So, und dann mache ich nochmal hier um 6. Und gucke mal, vielleicht gewinne ich ja. Nee, okay, ich habe wieder verloren. Das ist halt aber auch eine sehr geringe Gewinnchance natürlich. Ja, an sich, hier kommen vielleicht noch ein paar Spiele, wie gesagt. Und ja, das war's mit den Spielen. Natürlich gibt's bei vielen Spielen halt noch mehr Beträge, als ich jetzt gezeigt habe. Ja, ich würde sagen, dann können wir mal rübergehen hier zu den Bot-Befehlen. Und zwar ist es ja auch relativ einfach. Ja, ihr seht halt hier, ein Bot-Befehl macht ihr mit slash msg blockiert der Bot und dann Ausrufezeichen dann halt den Befehl. Und der andere benutzt halt den Ausrufezeichen Hilfebefehl, bei dem jetzt aktuell zum Zeitpunkt dieses Videos noch nichts steht. Nicht NSG, sondern MSG. Ja, hier steht bald ein Hilfstext. Das heißt, das kommt auf jeden Fall noch. Auszahlen müsst ihr ja auch alle. Müsst ihr einmal Ausrufezeichen auszahlen und dann einen Betrag machen, wenn ihr Botcoins habt. Ausrufezeichen Play haben wir ja gerade gezeigt. Und jetzt ganz wichtig, Ausrufezeichen teilnehmen. Und zwar kann ich jetzt, nur ich, als Bot-Admin so gesehen, kann jetzt Ausrufezeichen Teilnehmer machen. Und dann kann ich gucken, wie viele gerade teilnehmen und es nehmen 0 teil. Wenn ich jetzt aber teilnehmen mache, das ist auch das, was ihr machen könnt, dann steht jetzt hier, du nimmst an der Verlosung teil. Nach dem Ende der Verlosung musst du dich erneut eintragen. Und wenn ich jetzt mal hier als Admin so gesehen Teilnehmer auswähle, seht ihr, einer nimmt teil. Und wenn ich jetzt MSG Blockita Bot Ausrufezeichen auslosen mache, dann sagt er mir, dass Blockita halt gewonnen hat. Und ja, aktuell kann halt nur ich gewinnen, weil nur ich drin stehe. Ja, ich würde sagen, ich würde jetzt sagen, wir löschen die Liste jetzt einmal. Wenn ich jetzt einmal hier Teilnehmer mache, dann sind wieder 0 drin. Perfekt. Ja, das heißt, ihr seht jetzt, die Liste ist auf 0 und jetzt ganz wichtig, der Gewinner von dem einen Spawner, den ich mal verlost habe, und den Hexenei, der wurde noch nicht, also der hat sich noch nicht gemeldet und der hatte eigentlich nur bis zum 1.8. Zeit. Das bedeutet, jetzt alle, die das Video sehen, ihr könnt jetzt, ich weiß noch nicht, wann ich auslose, aber in irgendeinem der nächsten Videos auch werde ich das auslosen, könnt ihr diesen Spawner gewinnen, wenn ihr euch beim Bot mit Ausrufezeichen teilnehmen eintragt. Natürlich ist der Bot nicht immer da, das heißt, ihr müsst immer gucken, ja, ist der Bot gerade da oder nicht. Ja, das ist, glaube ich, ganz cool, vor allem weil sie halt auch wirklich, ob die Leute Minecraft haben, etc. Ja, einfach Ausrufezeichen teilnehmen an den Bot als MSG schreiben und dann könnt ihr teilnehmen, also so wie ich es jetzt gerade gezeigt habe. Gut, der nächste Befehl wäre Ausrufezeichen Premium. Der ist jetzt aktuell noch nicht so besonders, weil, ja, da steht halt nur, wie man Premium bekommt. Und das ist halt auch wirklich nur für sehr, sehr reiche Stammspieler, weil man halt dafür jedes Spiel mit jedem Betrag gespielt haben muss und das ist ziemlich teuer. Ja, dann gibt es halt den Pop-Befehl, haben wir euch schon gezeigt. Dann Ausrufezeichen Wort und Scammer. Ist ganz einfach. Nur gibt es die aktuell noch nicht. Das heißt, ich kann die euch noch nicht zeigen. Ja, aber man kann halt hier dann später abstimmen für einen Spieler, ob er scammt oder nicht. Und hiermit kann man prüfen, wie viele Stimmen er jeweils hat, ob er scammt oder nicht. Ja, Ausrufezeichen Coins habe ich euch auch schon gezeigt. Und ja, hier kommen vielleicht auch noch ein paar Commands demnächst. Ja, an sich war es das, aber ich glaube, ich habe vergessen, euch hier das Risikospiel zu zeigen. Und dafür machen wir einmal eben MSG Blockita Bot Ausrufezeichen Adcoins Blockita 1000, denn das ist ein sehr, sehr teures Spiel. Das kostet 1 Million, also es kostet 1 Million Coins, also auf Bausucht richtige Münzen, nicht nur Botcoins, wobei das ja sogar doch teurer wäre. Aber auf jeden Fall mache ich jetzt einmal Ausrufezeichen Play Risiko und dann müsst ihr mir sagen, dass ich 1000 eingeben muss, genau. Und dann gucken wir mal, ob wir gewinnen oder verlieren. Okay, wir haben verloren. Ich probiere es einfach nochmal. Adcoins 1000 und dann nochmal Play Risiko 1000. Komm. Okay, ich habe wieder verloren. Ich mache noch einmal. So und so. Und jetzt habe ich gewonnen, und Leute. Ich habe, ja, okay, 2445 Botcoins habe ich gewonnen. Ich habe jetzt dreimal 1000 ausgegeben. Das heißt, ich habe Verlust gemacht. Aber mal gucken. Vielleicht macht da ja auch mal jemand Gewinn. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt euch jetzt dazu anregen. Es ist halt Casino-Glücksspiel. Und da mache halt ich im Endeffekt immer Gewinn mit. Das ist jetzt auch eher weniger als Werbung gedacht, sondern mehr als wirklich Tutorial hier für die Leute, die es hier wirklich, ja, sich angeguckt haben und vielleicht auch mal ein bisschen spielen wollen. An sich würde ich aber sagen, war es das mit der Vorstellung von diesem Bot zu dem Tutorial, was auch immer. Ich würde sagen, wir losen jetzt noch eben den Gewinner von den 16 Millionen aus. Ihr wisst ja, ich lose jetzt jedes Video halt, bis ich die 16 Millionen los bin, lose ich das aus. Und ich würde sagen, ich mache es auch ganz einfach.
Ich gebe den Leuten einfach die Botcoins und dann können die sich das jederzeit selber auszahlen lassen. Das heißt, ich mache einfach MSG Block Leader Bot und dann Ausrufezeichen Adcoins und dann gebe ich halt demjenigen, der gewinnt, einfach die Coins und dann würde ich sagen, sehen wir uns aber gleich eben auf der Website wieder. Okay, ich bin jetzt hier auf dieser Seite und ich mache einmal Filter Duplicate Users aus und würde sagen, guckt dann einfach mal hier nach den Kommentaren. Und übrigens, Leute, das ist das Hauptvideo von der Verlosung. Ich würde sagen, wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich das ja nochmal hier in der Infokarte. Das ist das Hauptvideo. Also nicht unter diesem Video hier müsst ihr kommentieren, nicht unter dem letzten, sondern wirklich unter diesem, was jetzt hier in der Infokarte hoffentlich verlinkt ist. Ja, ich würde sagen, wir gucken einmal, wie viele Kommentare das mittlerweile insgesamt sind. 181 und wenn ich jetzt einmal die User, die doppelt kommentiert haben, rausnehmen, sind es 176. Ich würde sagen, ich wünsche euch allen viel Glück und drücke dann einmal hier auf Start. Und dann gucken wir mal, wer gewinnt. Und der Gewinner ist, hoffentlich hat auch in Ingame-Namen dazu geschrieben und mich abonniert. Und zwar alles Gute, Bro, hoffe dein Video, bla bla. Dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal. Ich hatte Skill, hieß der Ingame, wenn ich mich nicht irre. Okay, und hat er hier irgendwo. Hat er seinen Auslauf öffentlich? Und ihr seht hier, er hat mich abonniert, das heißt, es passt alles. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir eben in-game und adden dem die Coins beim Blockita-Bot. Okay, Leute, wir sind wieder in-game. Ich habe mir hier mal den Namen genommen. Und ich würde sagen, ich mache jetzt eben einmal MSG, Blockita-Bot, Ausrufezeichen, Adcoins, dann den Spieler und dann 1, 2, 3. Und dann hat er hiermit jetzt 1000 Botcoins. Ja, ich würde sagen, da ich vergessen habe, wie der andere Spieler hieß, und der sich auch noch nicht mehr gemeldet hat, würde ich sagen, mache ich das nach dem Video auch noch mit dem anderen Spieler. Ja, aber an sich würde ich sagen, war's mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Aktiviert auch gerne die Glocke. Und ansonsten würde ich sagen, war's mit dem Video. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.